Hallo allerseits. Ihr kennt ja sicher Hajo Banzhaf und das sind Roy und ich. Wir haben gerade mal so unsere Bibliothek durchforstet. Ihr habt öfter schon mal unsere Bibliothek im Hintergrund gesehen. Wir haben sehr viele Tarot- und Astrologiebücher auch aus der alten Zeit. Ja, und da ist uns das Geheimnis der Hohepriesterin von Hajo Banzhaf in die Hände gefallen. Das noch aus den, ich weiß gar nicht, ob es aus den 80ern oder aus den 90ern stammt, muss ich gerade gestehen, hätte ich jetzt auch mal nachgucken können. Aus den späten 80ern, 1989 stammt. Und in ihm sind nicht nur Roys Lieblingslegung, das Geheimnis der Hohepriesterin, enthalten, sondern 19 weitere. Schade, dass das keine 22 sind, dann hätten wir die großen Arkana voll. Und wir waren so begeistert von diesem Fund, den wir da haben, dass wir dachten, wir machen mal eine Serie, in der wir euch all diese Tarotkarten vorstellen, beziehungsweise die Tarotlegungen. Die Geheimnis des Hohen Priesterlegung überlasse ich natürlich meinem Mann, das ist seine Spezialität. Ich habe mir einen der anderen Klassiker vorgenommen, die in diesem Deck enthalten sind. Es sind wirklich alles Dinge, die du, die ihr schon mal gehört habt, wenn ihr euch mit Tarot länger beschäftigt und wenn ihr gerade damit anfangt, dann macht es Sinn, sie kennenzulernen. Ihr seht, es gibt sehr viele Legungen. Ich möchte gerne mit euch heute den blinden Fleck machen. Den finde ich laut dieser Anleitung auf Seite 25 und hier ist die Auslage dafür. Hajo hat das ganz schön hier aufbereitet, ne? Das Legesystem, der blinde Fleck. Es ist ein Selbsterfahrungsspiel, sagt er. Schwierigkeitsgrad 3, zu ziehende Karten 4. Und die typischen Fragen sind: Bei Selbsterfahrungsspielen bedarf es keiner Frage. Also es geht nicht darum, hier irgendeine Frage zu stellen. Beim blinden Fleck geht es mehr darum, herauszufinden, was man in einer bestimmten Situation nicht wahrnimmt, was andere aber vielleicht doch an einem wahrnehmen und was man selbst weiß und ja, mit dem zu arbeiten, was man nicht so weiß zu einem Thema. Ja, und da denke ich, kann ich ja ganz gut gerne mal einsteigen, eine kleine Legung machen. Ich würde jetzt einfach mal mir Gedanken dazu machen, was ich für das kommende Jahr 2021 weiß, was mir nicht so bewusst ist und so weiter und so fort. Ich muss einmal meine Brille aufsetzen, damit ich besser lesen kann, was hier steht. Und wir haben hier, wie du siehst, vier Positionen. Eins, zwei, drei, vier. Und die Bedeutungen der einzelnen Positionen sind Platz 1. Eindeutige Identität. Im Themenbereich dieser Karte nehmen wir uns selbst in gleicher Weise wahr, wie uns die anderen sehen. Also das, was wir wahrnehmen, nehmen auch die anderen wahr, kurz gefasst. Position 2, das große Unbekannte. Unbewusste Prozesse und unbewusst treibende Kräfte, die sehr wohl wirksam sind, ohne uns selbst oder anderen an uns bekannt zu sein. Das ist das große Fragezeichen. Wir wissen es nicht, die anderen wissen es auch nicht. 3. Der Schatten, das Verborgene, Wesensseiten, die uns zwar bekannt sind, die wir aber vor den Augen anderer verderben. Weiß ja nicht, ob ich euch das zeigen will, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Und dann haben wir die vierte Position. Das ist der blinde Fleck. Verhaltensweisen, die andere an uns wahrnehmen, ohne dass wir sie selbst kennen. Also nochmal in der Zusammenfassung. Position 1, das wissen alle. Position 2, das weiß niemand. Position 3, das weiß ich, ihr aber nicht. Und Position 4, das wissen die anderen, aber ich nicht. Ja, damit lässt es sich arbeiten. Und ich denke, ihr habt hier eine gute Vorlage, mit der ihr arbeiten könnt. Ansonsten werde ich den blinden Fleck auch gerne noch einmal in einer anderen Form verlinken. Ich zeige hier das auch nochmal, damit ihr euch das genauer anschauen könnt.
Gut, dann machen wir jetzt mal ein Beispiel aus der Legepraxis und ich werde dafür das Tarot de Marseille nehmen, weil es schöne kleine Karten sind, die passen hier gut unter meine Kamera und ihr könnt besser sehen, was ich da tue. Ich mische ganz normal meine Karten, so wie ich das immer mische. Jede hat da ihre eigene Art und Weise. Wenn du dir unsicher bist, wie du Karten mischen willst, schau mal auf meinen Blog. Da habe ich einen Artikel zugeschrieben. Wir haben auch ein Video dazu gemacht, das du auch hier auf YouTube in unserem Kanal findest, wenn du möchtest. Ja, und ich ziehe jetzt einfach mal vier Karten. Das ist die Position 1. Das ist die Position 2. Das ist die Position 3. Die 3 war unten, ne? Und das ist die Position 4. Und schon habe ich mich verhakelt. Ich muss noch einmal nachgucken. Ich bin jemand, der nicht oder die nicht so in Legesystemen denkt und arbeitet. Deswegen bringe ich das manchmal durcheinander. Ja. 1, 2, 3, 4. Das ist die richtige Position. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, welche Karten ich ziehe. Eine Sache, die ich persönlich immer tue, ist, ich decke alle Karten auf, um eine Reaktion auf etwas zu haben. Ich mag das nicht so, diesen Show-Effekt von erst das, dann das, dann das, weil ich gerne den Überblick gleich von Anfang an habe. Auch dazu habe ich mal was in einem Blog geschrieben. Schau es dir doch einfach mal an. Und die Karte, die sagt, das weiß sowohl ich als auch die anderen. Es geht jetzt um das Jahr 2021, ist die 9 der Schwerter. Okay, da geht natürlich gleich mein Denkapparat los. Die Karte 2, das ist, was weder ich weiß noch die anderen. Ja, ich glaube, das wissen wir schon, aber egal, ist der Turm. Und die dritte Karte ist das, was ich weiß, was ihr aber nicht wisst. Das ist die 8 der Stäbe. Ja, und die Karte, die ich nicht weiß, die ihr aber wisst, das ist die 4 der Kelche. Schon mal einfach nur im Hinterkopf behalten. Ich rechne immer die Quersumme aus. Das ist hier 4 und 16 ist 20 und 9 ist 29 und 8 ist 37 ist die 10, der Trumpf 10, das Rad des Schicksals steht hinter dieser Legung und boy, was hatten wir für ein Rad des Schicksals, ja. Und sieht so aus, als würden wir da weitermachen. Die Veränderungen, die angestoßen wurden, auch schon früher als 2020, die nehmen einfach immer mehr Raum ein. Ja, was weiß ich? Was wissen wir alle? 9 der Schwerter. Für mich eine Karte, die sagt, mir ist bewusst, dass die Dinge, die uns jetzt auf den Kopf fallen, einfach schon sehr, sehr, sehr lange in uns gären. Und auch die Ängste, die damit verbunden sind, nicht aufhören, wenn das neue Jahr beginnt. Gleichzeitig finde ich hier im Tarot de Marseille sehr schön, wie dieses Schwert da steht, so als könnte ich es aus dem Stein ziehen, jederzeit, wie Artus damals das Schwert aus dem Stein gezogen hat und ein neuer Herrscher kam. Es gibt Ansätze, es gibt Ideen, die uns aus dem Schlamassel herausbringen und wir werden aus diesem Schlamassel herauskommen, wenn wir alle gemeinsam unsere alten Themen anschauen, zugeben, dass wir alle ein Thema mit hineingebracht haben in die Situation. Und dann können wir alle zusammen nach vorne gehen. Mein erster Impuls dazu. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt mir das doch in die Kommentare. Ich freue mich immer darüber, wenn ich von euch lernen kann. Ja, was weiß niemand von uns, ist die zweite Position. Also weder ihr noch ich. Das ist der Turm. Naja, also ich finde schon, dass der Turm uns allen bewusst ist. Bei uns ist sehr viel zusammengestürzt. Was vielleicht unbewusst noch ist und was wir alle nicht so ganz wahrhaben wollen, einschließlich mir, ist, dass sich das Rad nicht mehr zurückdrehen wird. Das Rad des Schicksals, was die Quintessenz dieser Legung ist. Ich weiß nicht, ob wir wieder so zusammenkommen können, wie wir es vor
März 2020 gewohnt waren. Und das stimmt mich sehr traurig. Und da gehe ich gleich in die Neun der Schwerter-Energie, muss ich sagen. Ich hoffe es sehr, ich hoffe es vor allem für meinen Sohn und für die Kinder, die jetzt geboren werden, dass wir das anders, dass wir wieder zurückfinden zu einem emotionalen Beieinander. Aber der Turm sagt schon, dass da wirklich große Veränderungen, globale Veränderungen stattfinden und dass hier etwas zu Ende geht, ein Zeitalter zu Ende geht, was viele positive, aber auch viele negative Seiten hat und dass zum jetzigen Zeitpunkt es wahrscheinlich weder besonders gut noch besonders schlecht wird im Jahr 2021, sondern wir mit den Veränderungen, die jetzt gerade entstehen, klarkommen müssen. Hilfreich ist für mich bei dieser Karte zu sagen, ich baue nichts wieder auf wie das Alte, ich lasse es los und lasse neue Dinge entstehen in dem Vakuum, in dem Freiraum, der entsteht, wenn etwas zusammenbricht. Ja, dann haben wir die Position 3, das ist die Karte, jetzt habe ich es wieder vergessen, die Karte, was ich weiß, was ihr nicht wisst. Ich glaube, ihr wisst das, aber mir fällt bei der 8 der Stäbe ein, dass ich manchmal immer etwas zu schnell bin, dass ich immer etwas zu viel will und Menschen ganz schön antreiben kann, mich selbst auch antreibe, aber dass ihr damit rechnen könnt, dass ich immer wieder neue Ressourcen habe, euch mit neuen Dingen überraschen werde, wenn ihr Lust habt, euch überraschen zu lassen, ob das nun hier auf dem YouTube-Kanal oder in Realita ist. Also die 8 der Stäbe ist eine super Ressourcenkarte für mich, die mir das Vertrauen gibt, dass ich im kommenden Jahr ganz, ganz viel Potenzial habe, etwas umzusetzen. Und ihr wisst noch ganz viele Dinge nicht, die ich plane, die mein Mann und ich zusammen planen. Lasst euch überraschen. Ich bin sehr gespannt. Ihr dürft gespannt sein. Ja, und was wisst ihr nicht, was ich weiß? Die 4 der Kelche. Die 4 der Kelche ist eine Karte, die etwas mit Melancholie zu tun hat, die damit zu tun hat, dass wir ein bisschen antriebslos sind. Und ja, ich würde sagen, ihr wisst vielleicht mehr darüber, inwieweit ich dann doch öfter mal den Antrieb verliere. Viele Leute fragen mich ja, wie schaffst du das alles? Wie gehst du da immer wieder weiter, machst so viele Dinge? Ich mache noch viel weniger, als viele andere Menschen tun, aber ich weiß, dass ich schon von manchen Menschen gesehen werde als jemand, der wirklich ständig aktiv ist. Und vielleicht seht ihr, dass ich da auch mal auf kritische Zustände zulaufe, die mit einem ja, Gefühl von Zusammenbruch zu tun haben auf der seelischen Ebene. Da wisst ihr mehr als ich. Auf jeden Fall all den Optimismus, den ich jetzt gerne euch mitgeben möchte für das kommende Jahr und auch mir selbst geben möchte, den lege ich in die 8 der Stäbe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr selbst mal diese Legung ausprobiert und mir Feedback gebt, wie ihr diese Legung findet für euch. Ihr könnt ja auch die gleiche Frage stellen wie ich. Ihr könnt aber auch was ganz anderes fragen. Und das ist damit, glaube ich, habe ich jetzt alles gesagt für heute. Ich hoffe, dieses Video gefällt euch. Ich hoffe, diese Reihe der bekannten Legesysteme gefällt euch. Blinder Fleck, wie gesagt, ein Klassiker, schon in den 80ern von Hajo Banzhaf mal aufgeschrieben. Und ja, damit bin ich für heute fertig. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Macht's gut. Ciao.